herzlich willkommen. Heute im Podcast habe ich Felix Meinhardt eingeladen. Er ist 35 Jahre alt. Er ist Filmemacher seit 15 Jahren. Er ist selbstständig seit 2006. Er ist Experte für Marketing, macht Berater für Videomarketing, ist er für automatisierte Kundengewinnung. Er steigert die Umsätze von Kunden bis zum siebenstelligen Bereich. Er hat sogar schon ein Buch geschrieben, Mut zur Heldenreise heißt das. Da geht es um Selbstständigkeit, um Problemlösung, um effektives Arbeiten. Er hat schon ein Team aufgebaut von 5 Leuten, ist gerade am Expandieren und so wie er vorhin im Vorgespräch gesagt hat, schon am Explodieren quasi. Jetzt in den letzten 3 Jahren geht es jetzt richtig nach vorne. Er hat schon für Bosch gearbeitet, für ZDF, hat am Terra X mitgewirkt, hat für Sparkassen, Volksbanken, VT-Videos gemacht. Er hat an der Genfer Automesse schon mitgearbeitet, beim Fraunhofer Institut schon beim Raketenstart gefilmt. Er produziert jetzt zurzeit noch im Hintergrund einen Kinofilm, Das Tal in Ketten. Es geht um den Zweiten Weltkrieg. Klingt ganz spannend und er hat jetzt mich aktuell vorgestern auch zu einer Facebook-Gruppe eingeladen, die auch mega interessant klingt. Und da würde ich euch gerne auch zu einladen. Das ist natürlich auch gratis, könnt ihr einfach eintreten. Da hinten kommt natürlich noch der Link zu der Facebook-Gruppe und die heißt Mehr Kunden durch Videoanzeigen. Also wie kann ich meinen Kunden quasi unterstützen bei Videoanzeigen. Ich freue mich ganz riesig, dass du da bist, Felix. Schönen guten Morgen. Schön dabei zu sein, Sven. Sehr erfreut. Fangen wir direkt an, wieder die 3 Themen, persönliches, Ausrüstung, Marketing. Wenn dich jetzt jemand fragt auf einer Party oder so, sag mal Felix, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Also ich bin Filmemacher. Ich habe angefangen als Werbefotograf nach dem Abitur und habe aber gemerkt, das ist nicht so leicht, direkt an die richtig tollen Projekte zu kommen. Habe in den Bavaria Filmstudios ein Praktikum gemacht. War bei Fliege die Talkshow dabei, Marienhof, Schreinemackers TV, aber es war natürlich alles sehr TV-lastig und da konnte ich jetzt wenig mein kreatives Potenzial mit einbringen und habe dann erst Werbefotograf gelernt, um darüber auch zu verstehen, wie geht man mit Kunden richtig um, was braucht mein Kunde überhaupt und damit bin ich dann auch immer mehr in die Richtung gekommen. Sichtbarkeit ist natürlich das Thema. Markenaufbau, was ich heute auch für mich nutze. Also diese ganzen Strategien nicht nur im Auftrag des Kunden, sondern natürlich auch für mich selber, um meine eigene Reichweite zu erhöhen, um diesen Mehrwert noch viel mehr Leuten zu geben, als nur meinen Einzelkunden, von denen ich noch vor 5 Jahren, ich sag mal, 20 bis 25 bedienen konnte. Das ist jetzt natürlich schon in einer ganz anderen Größenordnung. Mit Team, mit den richtigen Strategien und natürlich auch durch Systematisieren von Abläufen und Prozessen. Heute bin ich als Filmemacher tätig. Die Fotografie ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ja, weil du natürlich über Emotionen, über eine Geschichte mit Musik, mit allem drum und dran, ja, wir kennen ja Filme, auch aus dem Kino oder Netflix, das spricht einen natürlich noch mal viel mehr an. Und heute wollen alle bewegt und ich kann nur sagen, das ist die beste Zeit, um mit Videomarketing und mit Sichtbarkeit durch Videos heute an den Start zu gehen, weil, ja, und vor allem in der Kürze liegt die Würze. Ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das kennen wir alle, dieses Sprichwort. Aber da werden die Emotionen noch nicht ganz so gut getriggert, wenn wir auf Instagram, Facebook, auf einer Webseite, auf Messen, wenn wir da ein 60-sekündiges Promo-Video sehen oder ein Projektvorstellungsvideo. Es gibt ja alle möglichen Arten, ja, von Testimonials, wo die Kunden über dein Produkt sprechen. Da reichen 2-3 Minuten und du hast schon mal einen guten Überblick, worum geht's hier. Wer sind die Macher? Wie sind die drauf? Das hat natürlich auch viel was mit authentischem Auftreten zu tun. Das kriegst du bei einem Foto meistens nicht ganz so abgerundet. Und bei einem Video, da gibt es kein Entkommen mehr. Da muss man sich dann schon ein bisschen anders drauf vorbereiten. Und wenn man sich da wirklich eine Community aufbauen will, ich habe so eine Flamme in mir. Ich möchte Menschen Mut machen, an sich zu glauben, ihre eigenen Grenzen auch zu überwinden. Ja, ihre Vision besser zu kommunizieren und sich eben entweder ein Team aufzubauen, wenn es Unternehmer sind, Selbstständige,
Oder wenn Sie eben andere Kundenkreise ansprechen wollen, geht es ja immer über den Mehrwert. Ja? Und da muss man natürlich erstmal häufig das eigene Team richtig aufbauen, dass die mit an diese Vision glauben. Und das funktioniert ganz häufig auch schon durch ein Mitarbeiter-Motivationsvideo. Ja? Wenn ein Film gemacht wird innerhalb des Unternehmens, das dann nicht nur die Strahlkraft nach außen hat, sondern auch nach innen, in die Firma wieder selber. Wenn jeder Mitarbeiter Teil dieses Videos ist, weil er was dazu sagen darf über das Projekt, über die Vision, was kommt nächstes Jahr und so weiter und so fort, das ist wirklich so erfüllend, mit den Kunden zu arbeiten und zu sehen, wie auf einmal dieses Team aufblüht in der Konzeption von diesem Film. Was kann da rein? Was machen wir? Machen wir das hier mit der Drohne? Machen wir hier? Da passieren so viele Synergien, das ist einfach großartig. Ich bin Filmemacher mit Leidenschaft. Ja, das klingt super cool, weil das war jetzt eigentlich nur die Frage, wenn dich jemand fragt, was du machst und schon sehr viel Information rausgehauen. Ja, mega cool. Ich möchte gerne erstmal, bevor wir nochmal so in die Tiefe eingehen, wie du das machst und wie du das umsetzt, noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und zwar, du hast mit Videos vor 15 Jahren hast du angefangen generell. Und wie kam es denn dazu, dass dich das bewegt hat? So, Video ist jetzt für mich interessanter als das Foto. Was gefällt dir denn so an der Videografie am meisten? Also prinzipiell bin ich natürlich durch das Kino und über den Spielfilm in diese Welt gekommen. Ja, ich habe als Jugendlicher immer schon Hollywood-Spielfilme konsumiert. Ich hatte eine eigene Videothek. Ja, ich habe an Weihnachten und an Neujahr und zu Ostern immer diese ganzen Filme aufgezeichnet und war so in der Schulklasse so ein bisschen die Videothek. Und habe mich darüber auch sehr stark definiert. Wir haben über Filme gequatscht. Das war so mein Thema. Und es hat sich immer mehr rauskristallisiert. Es geht eigentlich um Filme, wo so die klassische Heldenreise, wo niemand an sich glaubt. Und am Ende wird er dadurch irgendwie erfolgreich, weil er einfach seinen Weg konstant geht. Beharrlich, sich nicht beirren lässt. Forrest Gump ist da ein ganz gutes Beispiel. Oder das Streben nach Glück mit Will Smith, The Imitation Game, das sind das eher neuere Filme, oder die Entdeckung der Unendlichkeit. Also immer Filme, die so eine gewisse Power haben, so, wo auch was passiert, wo du in dem Film auch siehst, wow, das Leben kann echt ein Abenteuer sein, wenn du stetig an dir wächst, also versuchst weiterzugehen, deine Komfortzone zu verlassen. Ihr kennt ja alle Forrest Gump, das brauche ich nicht weiter erklären. Der hat so viel erlebt, auch wenn es natürlich jetzt nicht auf wahren Tatsachen beruht, aber es ist einfach großartig. Und dieses Leben wollte ich für mich auch haben. Und ich habe gemerkt, okay, als Filmemacher habe ich natürlich die Chance, mir so ein Leben aufzubauen. Weil jede Woche sieht bei mir komplett anders aus. Durch das Filmemachen komme ich um die Welt. Ich war schon in Israel, in China, mehrfach in Amerika. Ich habe in Arizona gedreht, in Kalifornien gedreht. Jetzt letztes Jahr einen Raketenstart in Baikonur, weil was zur ISS hochgeschickt worden ist, fürs Max-Planck-Institut. Das sind einfach großartige Erlebnisse. Dann waren wir in der Kalahari-Wüste, haben eine Wissenschaftsdokumentation über die Sun, das älteste Naturvolk unserer Erde, gedreht. Dann Terra X, die Deutschlandsaga, waren 6 Teile, wo die komplette deutsche Geschichte abdecken. Das ist einfach großartig, wenn du jedes Mal in eine andere Welt schauen darfst. Du hast ein Team, die dich einfach ja, unterstützen, motivieren. Gemeinsam schaffst du immer mehr. Weil ich auch Kinoplakate in meinem Kinderzimmer damals hatte. Das war so mein erstes Vision Board, sage ich heute immer. Ja, ich gebe ja auch Vorträge und berate auch andere Selbstständige, wie sie da ihre Prozesse optimieren können. Und viel hat natürlich immer mit dem Mindset schon zu tun. Ja? Wenn die da nicht richtig auf Kurs sind, kannst du den ganzen Erfolg, die Kunden, die ganzen Möglichkeiten, Abenteuer auch gar nicht anziehen. Ja? Das ist ganz viel Kopfsache. Ja, auch immer die Frage, wofür bin ich bereit, mein Taschengeld auszugeben? Und das war für mich Kino, Videokassetten. Und meine Zeit habe ich natürlich wahnsinnig gerne in alles, was mit Film zu tun hatte, investiert.
Und es waren auch sehr viele Gespräche in der Richtung. Aber ich bin nicht in die Umsetzung gekommen, weil ich kein Umfeld dazu hatte. Ja, man muss dazu sagen, ich bin zwar in München geboren, wir sind aber sehr viel umgezogen in meiner Kindheit. Und wir haben dann mal eine Zeit lang in einem 500-Seelendorf gelebt, dann in einem 2000-Einwohner-Dorf bei Ulm, das ist auch hier unten in Süddeutschland. Aber da war keine Community, wo man über Filme machen hätte nachdenken können. Damals hatten wir ja auch noch nicht alle ein iPhone, wo man das einfach machen kann, mal ohne viel Vorwissen. Und so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann erst während meiner Abiturszeit. Wir hatten einen Französischkurs und der wurde manchmal von unserem Religionslehrer vertreten. Und der wollte uns aber jetzt nicht Französisch pauken. Der hat gesagt: Wisst ihr was? Wir machen jetzt ein Stadtporträt für unsere Partnerschule in Frankreich als Videoporträt unserer Stadt. Und auf einmal habe ich gesehen, so, wow, das ist ja richtig geil. Mit Schnitt und Casablanca, das waren so ganz alte Schnittsysteme, wo man noch so eine Art Videorekorder an den Fernseher angeschlossen hat. Und man hat am Fernseher noch geschnitten, also richtig alter Kram. Aber ich habe schon gemerkt, cool, da habe ich Bock drauf. Das war doch noch mit so einem alten Gaspedal, glaube ich, ne? Mit dem Reinblenden. Also ich kenne das, glaube ich, aus. So ein silberner Kasten und an der Seite war Genau. so ein Gashebel wie beim Flugzeug, wie man das kennt, wenn die Gas geben. Das war dann die Blende quasi von der einen Szene auf die andere. Ja, ich kenne das System. Richtig, Ja. solche Tools. Wie so ein DJ mit so einem Mischpult und Ja, so Zeug. genau. Das war echt lustig, ja. Dann wollte ich Mediengestalter, Bild und Ton werden nach dem Abitur. Das ist ein Ausbildungsgang. Ich hatte da eine Ausbildungsstelle, aber die sind leider bankrott gegangen. Auf einmal kam ein Anruf, wir können sie doch nicht ausbilden, wir müssen Insolvenz anmelden. Da musste ich halt umdisponieren. Steht auch alles in dem Buch, was du eben schon eingeleitet hattest, Mut zur Heldenreise. Ich will das ja jetzt alles ein bisschen verkürzen, dass es jetzt nicht zu weit rausgeht. Also es waren sehr viele Wendepunkte mit drin, Dinge, die natürlich dazu geführt haben, dass ich mich auch weiterentwickeln musste. Ja, sonst wäre ich nämlich auch im Raum Ulm vielleicht geblieben. Nee, hat nicht sollen sein. Ich habe mich weiter beworben, bin in den Bavaria Filmstudios gelandet, habe aber dann da auch gesehen, dass dieses klassische Fernseh und einfach als Studioproduktion zu arbeiten, das hat mich jetzt auch nicht wirklich gereizt. Das ist alles vorgegeben, wo steht welche Kamera. Ich war natürlich damals auch eher der Kabelträger, ich war noch nicht der Kameramann, aber das hat mich jetzt nicht wirklich gekickt. Und bin dann auf eine einjährige Berufsfachschule für Fotografie in Stuttgart aufmerksam geworden. Und habe die dann besucht und da habe ich dann festgestellt, okay, da kann ich ja endlich meine Leidenschaft ausleben. Unser Werkstattlehrer hat mir dann noch die Chance gegeben, samstags in die Schule zu kommen und ich könnte ja dann noch Bilder entwickeln, Vergrößerungen machen, also alles natürlich auf freiwilligen Basis. Das hat er auch den anderen angeboten, aber die anderen wollten das alle nicht. Und ich bin dann immer schön samstags in die Schule und habe da meine Arbeit gemacht. Und daraus ist dann eine Ausstellung entstanden. Daraus die ersten Aufträge und aus den Aufträgen hat mich dann in der S-Bahn ein Student der Filmakademie Baden-Württemberg gesehen und hat gemeint: Ach, bist du auch beim Film? Und ich so: Nee, nee, ich bin Fotograf. Und dann hat er gemeint, er könnte wahnsinnig guten Fotografen in 2 Wochen gebrauchen für seinen neuen Film. Also ich glaube auch ganz stark daran, dass uns das Universum wirklich Chancen schickt. Ich sage immer, das sind Impulse. Erstmal sind es Impulse, woraus dann später eine Chance resultieren kann. Du musst natürlich auch bereit dafür sein, sie dann zu ergreifen. Ja? Die meisten Menschen sehen die Impulse gar nicht und lassen die Impulse an sich vorbeilaufen. An sich vorbeilaufen, an sich vorbeilaufen. Und ich frage mich ganz häufig, wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe, wie auch jetzt mit dir, du hattest mich ja auf diesen Podcast angesprochen. Ich glaube da wirklich ganz fest daran, dass das alles einen größeren Plan hat für uns. Und entweder wir begeben uns in diesen Lebensfluss. Ja, ich bin ja hier in München, die Isar ist hier 400 Meter entfernt. Ich mache auch morgen zu meinem mein Warm-up.
steige in die Isar, jetzt nicht mehr im Januar, im Winter, aber ich war noch wirklich bis Anfang Dezember war ich noch morgens in der Isar bei 9 Grad. Und das ist für mich immer das schönste Sinnbild, diesen Fluss anzunehmen und sich da auch mal ein bisschen mittreiben zu lassen und einfach darauf zu vertrauen, das Leben meint es gut mit mir. Aber wenn du immer mit der Brille unterwegs bist, bei mir klappt ja sowieso nichts und keiner glaubt an mich und dann bist du gar nicht darauf vorbereitet. Ja? Und ich habe da 10, 20, 30 Beispiele im Leben, wo sich für mich wahnsinnig tolle Wendepunkte ergeben haben oder aus einer ganz kleinen Sache, aus einem Impuls auf einmal was ganz Großes wieder am Ende entstanden ist, weil ich das für mich immer zurückrechne wieder. Wie kam das eigentlich zustande? Und das war manchmal wirklich nur ein ganz kleiner Impuls. Wie jetzt wir beide hier in dem Podcast, woraus auf einmal wieder ganz neue Sachen resultieren. Aber daran muss man natürlich glauben, ja? Und sich sagen, wer weiß, wofür es gut ist. Erfolg ist ja nie eine gerade Linie, ja? Das ist ja immer so ein bisschen kreuz und quer und aber wenn man trotzdem immer noch weiß, was ist mein Ziel, also ich arbeite ja auch mit einem Vision Board, ich arbeite mit dieser Löffelliste, ich habe all diese Tools mir in den letzten 5 bis 8 Jahren, ich habe die alle aufgesaugt. Ich wollte immer Erfolgsrezepte für mich rausfiltern. Abgesehen von natürlich diesen ganzen Filmen, die mich begeistern, habe ich immer Biografien gelesen, von Karl Lagerfeld über Steve Jobs, Michael Jackson. Das Faszinierende, was ich daran finde, es sind immer so gewisse Parallelen bei diesen ganzen Biografien. Also es ist immer, wenn man das richtig filtert und runterbricht, ist es fast immer ähnlich bei diesen ganzen Superstars, die eigentlich jeder kennt. Es ist immer viel, also als erstes viel, viel Arbeit, viel, viel Misserfolg am Anfang und irgendwann Ja. geht die Kurve steil ganz nach oben und dann wird es dann meistens, für die meisten wird es dann halt ziemlich gefährlich, wenn sie nicht die richtigen Leute um sich herum haben. Das ist dann das, das sind ja diese verschiedenen Hürden, diese verschiedenen Level, die man erreichen muss und wo man dann auch in seine nächste Komfortzone verlassen muss, um in die nächste zu kommen. Und also ich finde das auch sehr interessant, ja. Also ich glaube, so was du so erzählst, ich glaube, wir lesen relativ die gleichen Bücher, würde ich mal sagen, weil die ganzen Geschichten, die kommen mir alle bekannt vor. Und deswegen, ich finde das super interessant. Jetzt, du hast vorhin angeschnitten Thema Weiterbildung. Finde ich, ist in Deutschland noch so ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel diesen Berufszweig Videograf gibt es noch gar nicht. Es gibt keine Ausbildung so, ich habe das recherchiert und alles, die wirklich total sagt, okay, du bist eine Person, Cutter, also Editing heißt das ja jetzt, Sounddesigner, Kameramann, alles in einer Person, sondern es gibt diesen Mediengestalter, aber das ist auch so wischiwaschi, weil der macht ja Webdesign, da ist ja auch alles mit drin irgendwie, was so miteinander auch vermischt ist, aber nicht konkret sagt, okay, du machst jetzt Videos oder du machst jetzt Filme. Aber für dich selber, du hast dich ja auch weitergebildet. Würdest du jetzt sagen, so Workshops und so, haben dir was gebracht oder hast du da was gefunden für dich, wo du sagst, hat mich interessiert, das hat mich weitergebracht oder eher so durch Erfahrung? Wie hast du da gelernt? Sowohl als auch. Also ich glaube, man muss da immer aus verschiedenen Richtungen auf das Thema blicken. Ja, es gibt da nie nur diese eine Seite. Bücher sind sehr gut. Ich sag mal auch, um den ersten Anstoß zu kriegen. Ja, es gibt das ganze Wissen ist schon da. Ja, auch schon 60er, 70er, wenn man darüber nachdenkt. Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Ja, Dale den meine ich ja. Carnegie. Sorge dich nicht, lebe oder wie man Freunde gewinnt. Das sind ja auch zwei großartige Klassiker aus den 70er Jahren. An diesen Strategien hat sich ja eigentlich überhaupt nichts verändert. Das ist ja heute immer noch genau dasselbe. Spielt auch gar keine Rolle, ob wir das für Social Media oder online nutzen oder nicht. Am Ende, es ist ja immer ein Menschenbusiness, was wir hier machen. Ja? Wir verkaufen Ideen, Visionen, Träume, immer einem Menschen. In letzter Konsequenz. Seminare und Workshops halte ich für sehr zielführend. Also ich habe da schon alle möglichen Systeme gemacht. Also ich bin zum Beispiel bei Hermann Scherer in der Ausbildung. Ich habe da eine Top-Speaker-Ausbildung, um auch Bühnenpräsenz natürlich besser zu untermauern, wo ich natürlich wieder mit anderen Menschen zusammenkomme, die mit mir in eine ähnliche Richtung wollen. Ja?
Also ich habe zum Beispiel für Filmfestivals war ich in der Jury, habe dann da auch schon vor dem Publikum gesprochen, über den Film und so weiter. Aber das war natürlich noch sehr eng auf das Festival zum Beispiel dann gemünzt. Heute ist es schon viel offener. Ich spreche eigentlich über die Strategien jetzt nicht mehr nur innerhalb der Filmwelt, sondern kann das auch schon übertragen auf andere Bereiche, auf ganz andere Businesses. Ja? Und da muss man natürlich dann schon gucken, wie geht man da am besten ran, weil es geht nicht immer nur um den Content, sondern auch um den Kontext. Ja? Und deswegen ist es auch immer so wichtig, dass man, also mir ist es persönlich halt wichtig, dass die Dinge, über die ich spreche, die müssen für mich erprobt sein. Ja? Ich bin Stier von Sternzeichen. Bei mir ist es, ja, ich brauche das sehr solide. Ich möchte nicht Wissen weitergeben, das ich nicht selber für mich für wahr befunden habe. Weil nur dann kann ich das auch authentisch in die Welt senden. Und genau, deswegen auch Workshops, da gibt es ja alle möglichen Trainer da draußen, von Dirk Kräuter über Bodo Schäfer, von Christian Bischoff, da war ich auch in den ganzen Coachings mit drin. Dann, wie gesagt, Hermann Scherer, dann alles, was so mit finanzieller Intelligenz zu tun hat. Also ich bin da in verschiedensten Bereichen unterwegs und bilde mich da ständig weiter. Also da gibt es auch, glaube ich, nie ein Ende. Weil das Schöne ist, dass man natürlich da auch immer wieder auf diese Menschen trifft, die eine ähnliche Vision haben. Und man kann sich gegenseitig helfen. Daraus entstehen dann wieder bei mir WhatsApp-Gruppen oder am Ende natürlich auch diese ganzen Facebook-Gruppen. Also ich habe auch noch andere Gruppen zum Thema finanzielle Intelligenz. Das ist einfach schön, wenn man merkt, okay, da kommt immer wieder was aus der Seite noch und aus der Seite und man hilft sich gegenseitig. Und wie du schon gesagt hast, man ist ja immer, glaube ich, der Durchschnitt aus den 5 Personen, mit denen man sich umgibt. Und das ist natürlich gerade in beruflicher Hinsicht sehr wichtig. Ja, wenn du da lauter Leute um dich rum hättest, die dich ausbremsen, irgendwann kommst du gegen diese Windmühlen nicht mehr an. Das Ja, ist weil so, ja. das ist einfach enorm anstrengend. Und ich fahre ja immer so einen 4-Punkte-Plan. Das ist so auch in meinem Buch drin. Es geht darum, Punkt 1, finde deine Leidenschaft, bau sie aus. Wofür brennst du? Was ist dein Feuer? Was möchtest du in die Welt aussenden? Das ist das Allerwichtigste. Das musst du erstmal finden. Als zweites, Mut. Hab den Mut, im richtigen Moment auch mal zu springen, die Komfortzone zu verlassen. Punkt 3, Ausdauer. Auch daran muss man sich trainieren, ja, weil es werden immer Rückschläge passieren, es wird immer irgendwas mal nicht so kommen, wie du es vielleicht vorher erwartet hattest. Deswegen auch da diese Komponente auch manchmal aus einem anderen Teilbereich ein bisschen zu unterstützen. Also ich mache viel Sport, ich gucke, dass ich einmal die Woche in die Sauna gehe, dass ich gute Gespräche habe und, damit meine Ausdauer auch wirklich oben bleiben kann, dieses Energielevel, sonst geht dir die Power aus. Und zum Thema Ausdauer gehört natürlich für mich auch das Team, ja, weil nur so kann ich meine Ausdauer erhöhen. Und Punkt 4 ist das Umfeld. Das kriegt man nicht am Anfang, das kommt häufig erst mit der Zeit, ja, weil du musst ja erstmal dir selber klar werden, wofür stehe ich? Leidenschaft. Den Mut zu haben, überhaupt in Aktion zu treten, andere Menschen in dein Leben zu ziehen, ja, dann muss natürlich diese Ausdauer aufrechterhalten, gerade für Leute, die vielleicht sich das jetzt hier ansehen und denen ihr Traum es ist, sich so ein Business in der Selbstständigkeit noch aufzubauen. Wenn die vielleicht noch in einer Festanstellung sind und mal pro Woche nur 5 Stunden investieren können für ihren neuen Traum, für die ist das Thema Ausdauer noch viel, viel wichtiger, ja. Weil sonst knicken die nach 3, 4 Wochen wieder ein und sind wieder raus aus der Nummer. Das heißt, die müssen wirklich
für sich Strategien finden, wie schaffe ich es für mich Routinen zu implementieren, Gewohnheiten aufzubauen, eben 2 Stunden vorher früher aufzustehen. Ja? Meine Freundin ist die Sozialarbeiterin, die arbeitet morgens um 7 Uhr und das ist für mich Jackpot. Ich stehe mit der morgens auf und bringe die an den Marienplatz um 6:30 und die produktivsten 2 Stunden habe ich eigentlich dann von 7 bis 9. Ja, wir haben jetzt hier mit unserem Podcast um 10 Uhr angefangen. Ich habe heute Morgen echt schon Sachen runtergerockt. Und natürlich, man kann aber auch sagen, ich penne jeden Tag aus. Aber morgens sind wir halt extrem produktiv. Und das ist halt wieder das Schöne, was man aus diesen ganzen schlauen Büchern lernt. Ich habe in einem, das habe ich nur in einem einzigen gelesen, aber das ist bei mir so hängen geblieben. Die Entscheidungsermüdung. Wenn wir zu viele Entscheidungen pro Tag treffen, dann geht uns spätestens nach dem Mittagessen der Akku aus. Ja? Weil wir einfach dann nicht mehr die Kapazitäten haben, so tief in Themen einzudringen und Entscheidungen zu treffen. Und wenn man all diese Prozesse gar nicht weiß und das gar nicht versteht, aber dann erstmal sagt, okay, ich möchte lieber morgens ausschlafen. Und 2 Stunden später ist dann schon wieder Essen, Mittagessen und ab nachmittags. Da muss man für sich seine Strategien finden zum Thema Ausdauer. Und das Umfeld kommt dann im nächsten Schritt, dass man sukzessive über die Projekte, über natürlich auch die ganzen Erfolge, die sich über die ersten 3 Punkte ergeben haben, dann kommen immer mehr auch diese Menschen rein, die wirklich passen, mit denen man dann auch langfristig vorwärts gehen kann. Und daraus entstehen tolle Synergien. Das ist einfach großartig. Und dann geht es auch irgendwann gar nicht mehr nur ums Geld. Ja? Geld ist auch für mich jetzt gar nicht mehr der Antrieb. Für mich ist es wirklich Träume, Visionen und diese ganzen neuen Ziele, die jetzt allein für 2019 wieder anstehen, in Angriff zu nehmen. Natürlich brauche ich dafür genug Spielgeld, um das alles auch befeuern zu können. Aber wenn es nicht mehr nur rein um die Kohle geht, dann ist das Leben einfach noch mal viel spannender. Ja? Dann limitiert man sich nicht mehr selber und bremst sich ständig aus, sondern man ist wirklich nur noch auf Punkt 1 Leidenschaft programmiert. Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft und kann das immer mehr intensivieren. Und das ist für mich wirklich den Traum auch dann zu leben. Ja, ich war in Kirgisistan schon Pferdewanderreiten, ja, irgendwie durchs Hochgebirge. Eine Transafrika-Expedition habe ich gemacht. Wir sind von Kapstadt bis nach Kairo mit Motorrädern. Das ging 6 Wochen, einmal quer durch den afrikanischen Kontinent. Das sind alles Sachen, die kannst du nur machen, wenn es nicht mehr nur noch um die Kohle geht. Ich habe dafür Projekte abgesagt, weil in den 6 Wochen wären auch noch andere Sachen gewesen. 2 Projekte habe ich Netzwerkpartnern übertragen. Eins habe ich komplett abgesagt, weil mir das dann unterm Strich wichtiger war. Und ich finde, das ist halt das Schöne, da hinzukommen, dass du wirklich nur noch in deiner Kraft bist und sagst, ich mache, worauf ich richtig Bock habe. Und wenn du dann genau das machst, wird es automatisch gut. Und daraus kriegst du wieder richtig gutes Feedback. Die Leute wollen bei dir andocken. Ich krieg täglich Bewerbungen, weil die Leute in mein Team wollen. Die Leute wollen mitarbeiten. Die haben Bock zu erfahren, was sind deine nächsten Projekte, wo kann ich da dabei sein. Schauspieler bewerben sich ständig initiativ. Hier, wenn du ein Projekt hast, melde dich bitte. Ich will irgendwie für dich spielen und. Das ist einfach toll, wenn du merkst, auf einmal wirst du auch mitgetragen, ja. Das klingt sehr cool. Ja, Freunde, ich glaube, du bist auch ein sehr sympathischer Chef, wo euch jeder gerne mit möchte. Ich habe auf Facebook gesehen, du bist so nah an der Grenze. Du hast jetzt zurzeit, glaube ich, 4.900 irgendwas Freunde oder irgendwie sowas. Irgendwas um die 4.000 Freunde habe ich, glaube ich, gesehen. Und ich weiß, bis 4.999 kann man auf Facebook haben und dann stellt Facebook ab. Das heißt, es wird gefährlich. Jetzt musst du gucken, wen du noch als Freunde nimmst.
Oh, Weil okay. ich hatte das mit Fasoli, heißt der Mann, der Videograf, der ist Italiener und dem habe ich eine Freundschaftsanfrage geschickt, weil der macht auch ganz tolle Arbeiten und da sind auch viele Kollegen, die zu ihm aufschauen und von ihm lernen wollen. Er macht auch selber Workshops und so und der konnte keine Freunde mehr annehmen und dann hat er auch gesagt, das tut mir total leid, aber ja. Das heißt, musst du jetzt ein bisschen aufpassen, wie viele Leute du da noch annimmst auf Facebook. Danke für den Tipp. Ja, okay. Für dich selber. Du hast ja schon einiges erzählt in deiner Freizeit. Du gehst ja nicht nur morgens schwimmen in der Kälte, sondern was machst du denn dann am Nachmittag in deiner Freizeit? Wenn du sagst, ab mittags habe ich keinen Kopf mehr frei, was machst du dann, um dich wieder zu entspannen? Also so richtig entspannen mag ich jetzt schon auch erst gegen Abend. Ja? Also ich gehe sehr gerne Mittagessen mit Geschäftspartnern. Das ist für mich schon mal so eine kleine Insel, wo ich sage, ich verbinde jetzt, was mir für meinen Lifestyle einfach gut gefällt, immer mal wieder woanders essen zu gehen und gleichzeitig ein gutes Gespräch zu führen, wo ich weiß, da entstehen wieder neue Impulse, man hilft sich gegenseitig, wenn dann wieder Win-Win-Situationen entstehen. Und das auch alles in einer sehr ungezwungenen Atmosphäre, ja. Weil sich immer nur im Büro zu treffen und nur hands-on, das ist dann irgendwann natürlich auch, ja, du brauchst die Abwechslung, also ich brauche sie zumindest, ja. Und das ist für mich auch, ich arbeite ja auch von zu Hause aus, also ich habe hier zum Beispiel jetzt den Moritz und den Marc, die arbeiten jetzt hier im Nebenzimmer und du willst ja irgendwann auch mal raus. Und dann mache ich das hier alles im Viertel, treffe mich mit den Leuten. Ich war jetzt gestern, ich bin natürlich auch sehr viel hier in der Szene auch vernetzt. Ich war gestern bei einem Filmstammtisch wieder dabei von der Filmakademie. Also da geht es um Filmemacher, die sich auch austauschen. Gestern war zum Beispiel ein Kinobetreiber mit dabei. Der hat 17 Kinos in Deutschland. Das ist natürlich super, solche Insights zu kriegen, was die wieder für Strategien fahren, um das Kino vollzukriegen. Was funktioniert nicht, warum ist Netflix so erfolgreich und. Und man kann da irgendwann natürlich immer mehr durch diese Community, durch diese wertvollen Gespräche auch wieder für sein eigenes Business ableiten und denen auch Tipps geben, was die vielleicht noch nicht in Bezug auf Videomarketing wussten und wie sie da Communities schaffen. Dann habe ich eine eigene, auch einen Stammtisch über die finanzielle Freiheit. Den haben wir jeden ersten Donnerstag in München, hier in einem Wirtshaus. Das ist, also ich kann immer nur sagen, verbindet euch mit anderen Menschen und dann fühlt sich das auch irgendwann gar nicht mehr an wie Arbeit. Das ist dann irgendwie wie Wie Freunde Klassentreffen, treffen, ja. ja, wie Klassentreffen und das Allerwichtigste ist wirklich darüber zu reden, was man möchte. Wenn keiner davon weiß, kann dir auch keiner helfen. Das Ja? ist so, ja. Genau. Und für mich fühlt sich das auch mittlerweile alles gar nicht mehr an wie Arbeit. Das sind einfach Projekte und Ideen und Impulsen, denen ich folge. Und aus jedem Projekt entsteht dann wieder, wenn es gut läuft, nochmal 5 Folgeprojekte in alle möglichen Richtungen. Ja, also um dieses Gesetz der Anziehung, ja, das wird dir ja auch nicht fremd sein. Ich habe vorgestern habe ich eine Netzwerkpartnerin getroffen, waren wir auch in einem Café, also um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, wie ich das auch nachmittags mache. Das ist mal Mittagessen, dann ist es auch wieder auf ein Kaffeetreffen und dann besprechen wir uns und mit der mache ich jetzt zum Beispiel auch einen Podcast wie mit dir. Ich helfe ihr, ihre Coaching-Gruppe noch ein bisschen aufzuwerten, weil sie da noch Insights haben möchte, wie das mit dem Videomarketing genauer funktioniert, auch in Bezug auf Frauen, ja, wie ob ich auf Frauen anders eingehe als auf Männer. Ja. Und Ja. ja, Ja. das macht, Das ist das so, sind ja. alles Unterschiede. Das ist super spannend und dem Thema tun wir uns wieder nächste Woche widmen. Ja? Und ihr habe ich dann davon erzählt, dass ich total gerne noch auf den Kilimanjaro möchte. Ja? Das ist so noch ein
ein Ziel auf meiner Löffelliste. Mach mal weiter mit deiner Löffelliste. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Also in 10 Jahren werde ich in Hollywood große Spielfilme drehen, werde zwischen LA und München pendeln. Also ich fühle mich als Deutscher, aber habe natürlich die große Vision, wirklich auch in Hollywood mitzumischen. Ich war da schon mehrmals, habe da auch schon Kurzfilme gedreht mit der New York Film Academy. Einer meiner allerbesten Freunde, der Hendrik, lebt seit 6 Jahren in LA. Den besuche ich mehrmals und bin da schon dabei, auch meine Netzwerke in die Richtung weiter auszubauen. Also für dich persönlich finde ich das super. Ich finde es auf der anderen Seite sehr, sehr schade. Ich habe schon mit einigen Kollegen darüber gesprochen, warum die Filmbranche in Deutschland so scheiße ist. Jeder ist am Jammern, dass es zu wenig Geld da ist. Und von einem anderen Kollegen habe ich gehört, dass die falschen Leute, die Zügel in der Hand haben und die auch nicht loslassen. Dass zum Beispiel auch gerade, wie du sagtest, das ZDF, dass das ja, es ist schon so flächendeckend für alle eigentlich gedacht, aber mehr oder weniger spricht es ja die ältere Generation als Zielgruppe an. Und deswegen auch meiner Meinung nach die Jüngeren auch mehr zu YouTube oder zu Netflix wechseln, weil sie dann halt dann eher spannende und leichtere Themen haben, als immer nur Mord, Totschlag und Krimiserien. Und Ja. was ist denn deiner Meinung nach, was müsste man denn tun, dass man in Deutschland die Filmbranche vorantreibt? Deutschland müsste viel internationaler denken. Nicht nur auf sich selber schauen, ja, wenn man sich jetzt die Schweighöfer-Filme oder von Til Schweiger und so weiter, das willst du nicht weltweit sehen. Fuck you, Goethe oder so, das ist noch ganz witzig, ja, da denkst du dir, cool, das kann darüber hinausgehen. Was ich natürlich großartig finde, ist jetzt zum Beispiel Ballon von Bully Herbig. Wer ihn gesehen hat, das ist schon mal wieder ein ganz anderes Ding. Oder Das Leben der anderen von Florian Henkel von Donnersmarck. Das sind so Filme, die haben auch die Strahlkraft, mal aus Deutschland rauszukommen, ja, aber es sind leider die wenigsten. Und Deutschland hat auch, wie du es ja schon sagst, es ist sehr viel Krimi. Es sind eigentlich immer so die üblichen Verdächtigen, die gemacht werden. Es gibt ja fast kein Genre-Kino hier, dass man mal sagt, so einen richtigen Horrorfilm, ja, aus Deutschland produziert. Da gäbe es auf jeden Fall Abnehmer weltweit. Aber solange das natürlich immer so ein besseres Tatortniveau bleibt, ja, da kannst du halt überhaupt nicht auf Netflix-Niveau mitmischen. Ja? Also so Bad Banks war jetzt zum Beispiel großartig, Babylon Berlin oder Unsere Mütter, Unsere Väter. Das sind schon so Dinger, wo du sagst, cool, das sind geile Miniserien, die machen auf jeden Fall Bock. Und die sind natürlich auch schon international angelegt, deswegen funktionieren die gut. Die lassen sich dann auch verkaufen über Deutschland hinaus. Aber ein Riesenproblem bei uns ist, Filme machen, also vor allem für Kino, hängt bei uns ja alles an der Kulturförderung dran. Und solange es einfach kein richtiges Wirtschaftsgut ist wie in Hollywood, ja, da ist das wie bei uns die Automobilindustrie, das ist eine Filmindustrie, ja. Da werden ganz andere Gelder in die Hand genommen, um Marketing zu betreiben, um so einen Film zu pushen. Merchandising. Überleg mal, wenn du dir die Walt Disney Company anguckst, was die für Gadgets da rausbringen. Ja? Themenparks zum neuen Film oder diese ganzen Marvel-Geschichten. Da gibt es dann Figuren mit McDonald's und. Bei uns ist es ein Film, der einfach auch nie die Strahlkraft erreichen kann. Erstens, weil er nicht so viel kostet. Ja, von der Qualität häufig. Dann wird überhaupt nicht dieses Geld ins Marketing gesteckt. Das heißt, keiner weiß davon. Und wenn die Filme nach 3 Wochen schon wieder aus dem Programm genommen werden, wenn dann unsere Eltern, sage ich jetzt mal, erstmal davon mitkriegen durch die Tagespresse, ah, der Film, stimmt, da wollten wir ja auch noch rein. Das erlebe ich ja ständig. Meine Eltern, die gehen vielleicht zweimal im Jahr ins Kino. Wie oft die dann schon wieder sagen, ja, wir wollten jetzt läuft das schon nicht mehr. Boom. Das heißt, der kriegt überhaupt nicht die Chance im Long Run, wie jetzt zum Beispiel Bohemian Rhapsody, der jetzt wirklich über mehrere Monate auch lief, dass der auch diese Power entwickeln kann, dass dann
auch Leute vielleicht noch ein zweites Mal in den Film gehen oder dass sich das wie so ein Lauffeuer besser verbreiten kann. Und dann kommt natürlich leider durch diese Kulturförderung, es werden viel zu viele Filme produziert. Wir haben ein absolutes Überangebot von mittelmäßigen Filmen in Deutschland. Ja. Und es werden sowieso schon 600 Filme pro Jahr auf dem Kinomarkt gespuckt. Wer will denn aus diesem Überangebot noch auswählen? Ja? Also ich gehe ungefähr 2 bis 3 Mal im Monat ins Kino. Da bin ich schon, glaube ich, ganz gut dabei im Vergleich zum Durchschnitt. Ja, auf jeden Fall. Und selbst ich schaffe ja gerade mal nur 10% von dem, was da eigentlich rauskommt. Und wenn ich davon dann natürlich mich auch, ganz ehrlich, ab und zu dann von Blockbustern auch mal wirklich wie jetzt Bohemian Rhapsody oder Shape of Water, also so diese großen Dinger, die will ich ja auch sehen, ja, weil das ist für mich halt ein richtiges Kinoerlebnis. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt so runterbreche, Til Schweiger, Schweighöfer hast du angeschnitten, ich finde, die machen es ja eigentlich schon richtig, dass die selber sagen, okay, wenn jetzt das der Kultur angehört, dann mache ich einfach selber ein Unternehmen und produziere einfach meine eigenen Filme, die mich interessieren. Ich finde zum Beispiel das, was der Til Schweiger gemacht hat, die Filme finde ich teilweise auch richtig gut. Am Anfang, die Filme, die waren nicht so der Hit, aber das, was jetzt zum Beispiel so Honig im Kopf war in Deutschland ein Riesenerfolg, ist in Amerika total gefloppt. Aber das ist ja halt auch das, was du sagst, mit der Kultur hängt das wahrscheinlich zusammen. Aber ich finde, das sind großartige Filme, die auch wirklich Anerkennung verdienen. Aber so wirklich das Problem, was ich immer so sehe bei den Filmen aus Deutschland, das sind immer so melancholische Dramen, die zwar interessant sind von der Biografie her, was die Leute erlebt haben und wie sie da rausgekommen sind, aber es ist zu langatmig, zu langsam, zu langweilig und zu düster. Ich finde dieses frohe Happiness, das, was du sagst mit Woody Herbeck, der hat das ja eigentlich genauso aufgegriffen, dass einfach ein bisschen Blödsinn, zum Beispiel Schuh des Manitou war ein Riesenerfolgsfilm, den sie sogar dann nochmal mit XXL nochmal, also weißt du, wie ich meine, dass sie dann nochmal das gemerkt haben, das ist ein Riesenerfolg. Das ist aber ein Blödelfilm, aber du kannst einfach das, was du ja willst im Kino, abschalten von der Realität und nicht einfach mal, sage ich mal ganz böse gesagt, stumpf einfach einen Film gucken, Spaß haben für 2,5 Stunden, nach Hause gehen und sagen, jetzt hatte ich mal 2,5 Stunden Spaß in meinem Leben und jetzt komme ich wieder in den Alltagstrott. Deswegen gehe ich ja eigentlich auch ins Kino. Ich will jetzt nicht noch mehr Dramen und noch mehr Terror und Gewalt. Das ist ja eigentlich nicht das, was mich ins Kino zerrt. Es muss halt einfach internationaler gedacht werden. Ja? Hollywood interessiert sich, glaube ich, gar nicht mal so groß jetzt für den europäischen Markt. Die machen das meiste Geld in Asien mittlerweile. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Okay, interessant. Weil da ist einfach, da leben so viele Menschen und die kommen jetzt alle erst in den Genuss, all diese ins Kino zu gehen und diese ganzen Video-on-Demand-Systeme zu nutzen und. Das ist für die ein Riesenmarkt, ja, diese ganzen Superheldenfilme, die funktionieren ja jetzt in Deutschland nicht so überragend, ja. Natürlich ist es tolles Popcorn-Kino, aber unser Markt ist einfach gar nicht groß genug. Überleg mal, wir sind 80 Millionen, nimm mal jetzt noch Österreich, die Schweiz und so mit dazu, nimm mal weltweit deutschsprachiger Raum, was sind das, 150 bis 200 Millionen Menschen vielleicht, ja. Mhm. Wenn du auf Englisch das komplett produzierst, das ist ein ganz anderes Kaliber, ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass in Amerika die Leute, wenn sie merken, das funktioniert, dann wird direkt viel größer gedacht, ja. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel James Cameron mit Terminator 1, der lief noch als Independent-Film, hatte ein Budget von gerade mal 6 Millionen und der war super erfolgreich. Teil 2 hat dann schon 100 Millionen gekostet. Und das ist natürlich, das Mindset musst du halt auch erstmal haben, ja, indem du sagst, okay, das hat funktioniert, jetzt drehen wir richtig auf. Ja, so dieses, auch die Firma Google, Apple, die haben das halt verstanden, auch wirklich dann mit Faktor 10 oder mit Faktor 100 irgendwie die Prozesse zu vergrößern. Mhm. Und nicht zu sagen, okay, das hat jetzt irgendwie funktioniert, vielleicht haben wir Glück und es funktioniert nochmal. Jetzt machen wir mal einen zweiten Teil, genauso wie den ersten. Ja, super. Ja, also
Das ist ja, ich weiß, was das ja gerade bei deutschen Produktionen, wo du sagst, der erste Teil war mega gut und wenn der zweite kommt, Teil dann kommt, dann denkst du meistens, ah komm, das wird sowieso nichts und das wird so ein Abklatsch, die gleiche Story, nur noch so ein bisschen hinten dran. Und das ist ja meistens leider sehr oft so, ja, dass das zweite Teil einfach Käse ist dann. Ja. Genau. Und das sehe ich halt ganz anders. Ich bin ja auch jemand, der sich sehr viel mit Marketing auseinandergesetzt hat. Und wenn die Aufmerksamkeit da ist, dann nutzt man die doch, ja? Und überlegt sich, okay, was können wir für Making-ofs machen? Was können wir irgendwie interaktiv gestalten, dass die Leute in der Welt bleiben? Dann noch ein Buch dazu. Dann noch, also ich habe ja auch zum Beispiel Messestände, ja, ich war auf Messen vertreten. Ich habe Fotoausstellungen, ich habe Bilder, die sind 1,50 m breit, 1 m hoch. Also die Ausstellung zum Film. Also das ist ja alles jetzt kein großes Hexenwerk, wenn man mal verstanden hat, welche Prozesse alle noch mit dazu passen, um diese Welt auch zu vergrößern, Ja. ja? Und nicht einfach zu sagen, okay, ich lebe halt weiterhin von der Hand in den Mund und mache einen Film nach dem anderen. Und das Schlimme ist natürlich bei gerade großen Spielfilmen, wie jetzt meinem Tal in Ketten, da bin ich seit 3 Jahren dran. Und es gibt natürlich genügend Filmemacher da draußen, die träumen auch von großen Spielfilmen und machen alle 5 Jahre vielleicht einen Film. Damit kommst du aber auch nicht über die Runden, vor allem nicht in Nee. Deutschland. Vor allem, wie du sagst, die meisten vergessen, was mir wirklich, darum habe ich gerade so wild Kopf genickt, weil das ist, die meisten vergessen das Marketing. Weil du kannst ja noch so ein geiles Produkt haben, ich nenne jetzt mal den Film jetzt einfach so als Produkt, wenn es keiner kennt, Ja. dann weiß es niemand, wer soll das gucken? Wie du sagst, nach 3 Wochen, der Film läuft schon nicht mehr. Diese ganze Pre-Launch, das vorher, was vorher eigentlich schon mal so, übrigens, wir sind gerade am Projekt, wir planen gerade das und das, hier hast du schon mal einfach den Namen schon mal als Brand im Kopf. Und Ja. das kann ja auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher sein. Wie du wirst ja wahrscheinlich auch schon, gehe ich mal einfach davon aus, da du dich im Bereich Marketing auskennst, wo du vor 3 Jahren mit dem Film gestartet hast, gehe ich mal davon aus, du hast deine Zielgruppe schon mal gefragt, sag mal, was stellt ihr euch denn vor, was toucht euch denn, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Du, das geht sogar schon so weit, dass ich schon Presseartikel habe zu meinem Film, der noch nicht gedreht worden ist. Und die Genau, meisten haben ja. erst die Presseartikel, wenn der Film abgedreht ist, Genau, wenn er ja. schon längst im Kino läuft und dann läuft er nur 3 Wochen im Kino und dann kommen die Presseartikel in den 2 Wochen. Das heißt, dieser ganze Domino-Day-Effekt, ja, dass ein Stein den nächsten umschlägt, dass das irgendwie so eine Kettenreaktion wird, das baut sich gar nicht auf. Das baut sich, kann sich gar nicht aufbauen in 3 Wochen. Ja? Und dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommen dann nochmal ein paar DVD- oder Blu-ray-Verkäufe. Ja? Da muss man viel früher ansetzen mit der ganzen Geschichte. Ja? Und mehrere Spuren bedienen. Es reicht heute nicht mehr, zu sagen, ich mache irgendwie einen Kinotrailer, der kommt dann irgendwie 8 Wochen vorher im Kino und dann gehen die Leute. Das muss heute auf verschiedenen Plattformen passieren. Blogbeiträge, Behind the Scenes. Hier, ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, mal einfach nur, dass man mal so reingucken kann. Ich habe in Fachzeitschriften Beiträge gegeben. Dann hier Film und TV Kameramann. Das ist so eine ganz bekannte Zeitschrift, wo dann auch irgendwie ein Porträt ist über meine Prozesse, wie ich da vorgehe und so weiter. Dann habe ich zum Beispiel auch zu jedem Projekt habe ich einzelne Flyer gemacht. Ja, das haben wir ans ZDF verkauft. Das ist Supervulkan hier, als wir in China waren. Aber auch zu einzelnen Kurzfilmen. Ja, und ich habe dann immer so meine kleine Wundertüte dabei. Und wenn ich mit der entsprechenden Person im Gespräch bin, dann kriegt die auch nur, die kriegt jetzt nicht die ganzen Flyer, die kriegt das, was für die Person passt. Und dadurch bin ich natürlich für die Person auch genau der Richtige, sage ich jetzt mal. Ja? Weil ich kann mittlerweile einen sehr großen Blumenstrauß anbieten, von Wissenschaftsdokumentationen über normale historische Dokus, wie jetzt hier Terra X oder Expeditionen durch Afrika und. Da kommen deine Kunden ja irgendwann gar nicht mehr mit, weil die denken, okay, was macht er denn jetzt überhaupt? Ja? Und deswegen muss man das dann schon auch ein bisschen dann wieder trichtern. Ja. Ja? Deswegen sind auch die ganzen Fotoarbeiten, ich bin immer noch auch gerne
immer mal wieder als Fotograf tätig. Aber das wird auf meiner Webseite gar nicht mehr abgebildet. Das kriegen die Leute dann eher in meinen Coaching-Sessions mit, über die Facebook-Gruppen und, dass man natürlich erstmal mit sowas anfängt, ja, weil du willst die Produktivität ja hochhalten und jetzt nicht erst ein Jahr lang an einem Film konzepten müssen und dann geht dir irgendwie der Akku aus, weil du merkst, okay, ich will eigentlich auch Resultate haben. Deswegen würde ich immer erst jedem, der jetzt erst damit anfängt, raten, fang als Fotograf an, seh zu, dass du dir ein Portfolio aufbaust, weil die ersten 10.000 Bildern, die sind auch noch lange nicht das, was sie danach sein könnten. Ja? Und try error und sich wirklich all diesen Impulsen, die da auf einen zukommen, annehmen. Und nicht zu perfektionistisch denken die ganze Zeit. Das hält dich nur selber auf. Ja, lieber auch mal klassisch nach Pareto 80-20 und wirklich auch zu sagen, jetzt ist 80. Ende. Nächstes Thema. Ja, weil du kannst dich ein Jahr lang mit einem Thema irgendwie komplett verrennen und am Ende kommt da trotzdem nicht mehr bei raus, als wenn erstmal mit 50% die Vision schon rausgesendet wird. Ich werde jetzt dieses Jahr mit Filmseminaren starten. Ich habe ganz viele Workshops auf Filmhochschulen und so gegeben, wie du sehr kostengünstig Filme produzieren kannst. Also das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Image- und Werbefilme. Das ist mehr Kunden durch Videoanzeigen. Das ist die eine Welt. Die andere sind die Filmseminare, wo wir als Team Kurzfilme kreieren. Und da können sich die Leute für bewerben und in einem dreieinhalbtägigen Seminar, das geht von Donnerstag bis Sonntag, wird von der Konzeption über die Dreharbeiten, über die Postproduktion bis hin, der Film läuft dann Sonntagabends im Kino mit Popcorn und alle sind stolz, wir haben gemeinsam einen Kurzfilm gemacht mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das wird der Oberknaller. Also ich habe jetzt schon Leute, die sagen, hey, geil, wann geht's los? Wann können wir da dabei sein? Und ich bin mit der Idee auch schon rausgegangen, bevor jetzt die Webseite und alles schon tutti completo steht. Ja, Ja. man muss manchmal auch erstmal so Testbojen aussenden, um zu schauen, hey, was hältst du davon? Und da reicht doch erstmal ein vier-, fünfseitiges PDF. Aber selbst das ist ja vielen schon viel zu viel Arbeit, sich mal einen Tag hinzusetzen, zu überlegen, okay, was muss da rein, dass ich in meiner Kraft bin, dass ich wirklich davon spreche, wovon ich gut bin. Ja, und das ist übrigens bei mir auch deswegen entstanden, weil ich ja auch Praktikanten in meinem Team habe, die natürlich gerne auch Kurzfilme machen wollen. Die können ja jetzt gar nicht schon die großen Filme, weil die da gar nicht das Know-how für haben. Also brauchen wir Kurzfilme. Und damit die Kurzfilme haben, die auch letzten Endes wieder zielführend sind, auch jetzt für mein Unternehmen, kam dann die Idee, wir machen Filmseminare dazu. Erstens legitimiere ich damit mein Team in Führungspositionen aufzurücken, weil die kennen ja mein ganzes Equipment schon und können dann die Teilnehmer von diesen Filmseminaren mit anleiten und wir kreieren gemeinsam wieder weitere Kurzfilme, die dann auf Filmfestivals geschickt werden und. Und damit also immer den Mehrwert für den Kunden, aber was ist auch dein Mehrwert, da wirklich zu überlegen, wie kriegt man aus allen Richtungen einen Schuh draus, ja? Weil nur dann bleibst du auch dabei und sagst dir, okay, auch wenn ich da jetzt mal wieder 5.000 Euro irgendwie vor investieren muss in sowas, dann bist du auch bereit, die Kohle auszugeben. Wenn du gar nicht den Nutzen für dich am Ende selber darin siehst, dann wirst du es wieder nur halbherzig machen. Das ist so, ja. Das ist so, ja. Man muss, die Ziele müssen groß genug sein, damit man auch mehr Energie da reinsteckt, um die zu verwirklichen, ja. Das ist so. Du hast jetzt kurz angerissen, ich würde es auch noch mal ganz kurz anreißen mit Thema Ausrüstung, was du jetzt so als Kameraausrüstung, als Postproduktionsausrüstung, was du da so bieten kannst, wo du gerade mitarbeitest, wenn du selber Filme produzierst. Also, ich drehe in der Regel mit der Red Epic. Das ist so meine Standardkamera. Manchmal kommt das auch aufs Projekt drauf an. Dann ist es auch mal so eine Arri Alexa oder also es sind schon hochwertige Kameras, die jetzt auch auf jeden Fall professionelles Equipment.
Dann haben wir Bluescreen-Technik. Das war für Terra X ganz stark im Einsatz, um zum Beispiel Römer, Gladiatoren auf Pferden freistellen zu können, um dann über Crowd-Replications einfach mehr Menschen draus zu machen. Weil es ist natürlich immer noch ein deutsches Format. Wenn du dann 30 Leute hast und es soll nach 300 Leuten aussehen, dann machst du halt diese 30 Personen mehrfach. Ja, aber wieso, darf ich noch kurz fragen, auch wieso Blue und nicht Green? Es liegt eigentlich nur daran, Greenscreen ist genau komplementär zu unserer Hautfarbe. Das ist genau das Gegenteil. Deswegen ist Greenscreen nochmal besser dafür. Ich habe auch Greenscreen, aber ich habe mehr Bluescreen aus dem Grund, wenn du draußen drehst, unter Tageslichtbedingungen, dass du jetzt nicht jedes Mal ein Studio benötigst und du möchtest das Gras trotzdem noch behalten, dass das Gras nicht ineinander übergeht, dann ist Ja. es natürlich besser, dass du zu dem Rasen oder Gras im Feld und was auch immer Kontrast hast, blau ja. nochmal als Kontrast hast. Ja. Deswegen, Jetzt genau. komme ich raus, ja. Ja, macht Sinn. Wenn du aber jetzt eine Person im Studio aufnimmst, einen Moderator, und der hat eine blaue Jeans an, dann ist natürlich wieder eher der Greenscreen besser, weil die Farbe trägt fast keiner. Ja, hier guck, ich habe jetzt auch schon wieder blau an. Blau ist. Wird, glaube ich, inflationärer getragen als grün. Genau. Ja, cool. Ja, vielen Dank für die Infos. Also du, was ich so, ausrüstungstechnisch bist du schon im High-End-Bereich, würde ich mal sagen, wenn du da alles mit allem arbeitest. Und postproduktionstechnisch hast du dann ein Cutter-Studio von DaVinci oder was kann ich mir da vorstellen? Genau, DaVinci Resolve haben wir da. Dann ganz normal von Final Cut über die gesamte halt Adobe-Suiten. Darüber kann man ja auch wunderbar Also arbeiten. nutzt du beides, Final Cut und Adobe. Kommt drauf an, aufs Projekt. Okay. Genau. Ja, Aber cool. schon mehr Adobe, das ist einfacher vom Workflow. Ah, okay. Aber viele sind jetzt so, die, sage ich mal, bös gesagt, so Hater, was Premiere angeht, weil es immer abstürzt und so. Und, aber ich finde diese Kombo, weil ich habe auch überlegt zu wechseln, aber diese Kombo von After Effects zu Premiere und so, gefällt mir einfach besser. Und auch das mit dem Audition, ich kann so in jedem Programm das speziell, was ich speziell haben möchte, viel besser bearbeiten und durch diesen Hyperlink gleich miteinander verknüpfen, ohne dass ich das irgendwie groß abspeichern muss. Finde ich besser als bei Final Cut, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht mitgearbeitet, aber du musst halt viel Plugins mit einbauen, damit du das auch komplett so verwenden kannst wie die Adobe-Reihe. Cool, jetzt zum großen Thema, was glaube ich alle interessiert, Thema Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn, du hast es schon so ein bisschen angerissen, für Einsteiger am sinnvollsten? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe die Leidenschaft für mich entdeckt, was du am Anfang sagtest, und möchte gerne Videos produzieren. Was würdest du Ja. denn raten, sein eigenes Marketing sinnvoll voranzutreiben? Womit sollte er anfangen? Also am wichtigsten ist es wirklich, also wenn du weißt, was du willst, ne? Genau. Dann ist es erstmal wichtig, abzuschätzen, ist Geld vorhanden? Ja, wenn du die Chance hast, direkt auch ein bisschen Geld zu investieren, dann würde ich erstmal in die Social Media Ebene gehen. Und da dann auch Facebook-Ads schalten, Google-Ads schalten. Das wird alles auch in meiner Coaching-Gruppe durchleuchtet. Und da gibt es dann auch die richtigen Strategien mit dazu. In welcher Gruppe jetzt? Meinst du jetzt in der Gruppe mehr Kunden der Videoanzeigen oder was meinst du jetzt? Genau, das Okay, ist die Gruppe. gut. Richtig. Das ist dann der einfachere Weg, um da direkt durchzustarten. Wenn man jetzt erst sagt, okay, ich muss klein anfangen, dann würde ich wirklich mit einer Webseite, eine Visitenkarte, also erstmal den analogen Weg gehen, dass man erstmal auch eine gewisse Grundausstattung hat. Weil so habe ich auch angefangen. Ich habe aus meinen Biografien, zum Beispiel von Tom Hanks, habe ich gelernt, der hatte, bevor er seinen Durchbruch mit Forrest Gump hatte, hatte der sogar immer eine Videokassette auf Tasche. Und wenn der Menschen kennengelernt hatte, wo er merkte, okay, der könnte mir irgendwie helfen, dann hat er den nicht nur einen Zeitungsartikel, den er sich hundertfach ausgedruckt hatte, in die Hand gedrückt, sondern sogar noch sein Tape oder sein Reel, sagen wir ja in der Filmwelt, auf Videokassette in die Hand gedrückt. Und daraus haben sich bei dem Folgeaufträge ergeben. Ja? Cool. Also, das ist so. Das ganz kleine Einmaleins. Dann natürlich deine Facebook-Seite immer wieder mit Content, ja, dass du zeigst, was du gerade machst,
Und auch manchmal so Call to Actions, die Leute auch wirklich involvierst, fragst, dass da Interaktivität entsteht. Ja? Mhm. Dasselbe dann auch auf Instagram. Irgendwann kommst du natürlich dann an den Punkt und sagst dir, welchen Content muss ich wie aufziehen, dass ich ihn inflationär nutzen kann? Also ich nutze den Content natürlich mehrfach. Ja? Für Instagram, für Facebook, für Xing, für LinkedIn. Dann bin ich auf Crew United, das ist ein Filmemacher-Netzwerk. Bei mir geht es in die verschiedensten Richtungen, wird der Content adaptiert. Ich habe ja auch einen Podcast, wo ich erfolgreiche Filmemacher aufnehme, also in Los Angeles, Leute von Roland Emmerich, seiner Crew und so weiter. Und irgendwann kommt man dann immer weiter auch an die Leute, die dann sagen, okay, cool, da ist ja richtig Mehrwert dahinter, bin ich dabei. Weil je weiter du nach oben kletterst, desto weniger Zeit haben die in der Regel, weil die so viele Prozesse am Laufen haben. Dann sind die in Talkshows, dann sind die schon wieder irgendwie zu einem Presseinterview und. Da musst du natürlich dann gucken, wie kriegst du das hin, dass du auch Informationen recycelst. Ja? Ein Presseartikel nicht nur einmal nutzt, sondern ihn mehrfach bespielst. Mhm. Vielleicht auch als eine Videobotschaft und. Du musst die Information nicht für eine Sache nutzen. Und das bringe ich auch immer meinen Kunden bei, dass wenn wir neue Aufnahmen machen, dass wir zu diesen Filmaufnahmen natürlich auch noch das Shooting machen können. Dann kriegen die nochmal gute Pressebilder. Dann können die aus demselben Tag, wo wir diesen Imagefilm, den Werbespot machen, kriegen die einfach nochmal gutes Material an die Hand, was sie für ihre Foren nutzen können, um ihre neuen Flyer damit zu bespielen, womit sie selber als Experte nochmal anders wahrgenommen werden. Dann wird manchmal wirklich das, was sie im Film sagen, wird adaptiert für den Flyer, für die Webseite als Spruch und. Man kann diesen ganzen Content immer mehrfach nutzen. Da möchte ich einfach jetzt so ein bisschen so eine Botschaft aussenden. Sehr cool. Da nicht immer nur einbahnstraßenmäßig zu denken, sondern wirklich in die Breite zu gehen. Sehr cooler Tipp. Ja, man hat ja auch schon festgestellt, es gibt einige, die haben dann ein Video gemacht, haben das gepostet und das Video kam gar nicht an, haben das ein halbes Jahr genau das gleiche Video gepostet und das Video ist explodiert. Also ja. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, dass man das einfach ausprobieren muss und nicht einfach sagen, nee, komm, mach nicht 1000 Dinge gleichzeitig, sondern mach aus diesem einen Kuchen mehrere Stücke und verteile die einfach richtig und immer wieder. Genau. Und dann funktioniert das Ganze auch, ja. Ja, finde ich sehr cool. Jetzt andere Leute, du bist jetzt, sage ich mal, würde ich jetzt mal behaupten, schon 3 Level weiter wie die Leute, die jetzt meistens diesen Podcast sehen und wollen natürlich gerne ein bisschen mehr erfahren, wie du dich zum Beispiel, wenn du jetzt Kundengespräche hast, jetzt gerade mit der Bank, mit Leuten, die richtig Budget haben, die einen richtig professionellen Film haben wollen, wie bereitest du dich denn da auf diese Kundengespräche vor? Also ich brauche natürlich erstmal eine ganz wichtige Bedarfsanalyse, ja. Mhm. Wo steht ihr heute? Wo wollt ihr hin? So wie du mich gefragt hast, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, weil das muss natürlich in diese Kette, sage ich jetzt mal, reinpassen. Ja, weil es macht keinen Sinn, dass wir da ausbrechen aus dieser Richtung. Ja, weil nur dann ist auch der Kunde nicht nur bereit, dafür Geld zu investieren, sondern auch motiviert, sich voll einzubringen. Ja. Deswegen alles, was so mit diesem Vision Boards, mit all diesen, das sind für mich nicht nur Tools, die für mich funktionieren, sondern die werden auch in diese Gespräche wieder mit involviert. Dieses Thema Mut, Grenzen überwinden, ja, was ist dein persönliches Abenteuer? Das geht bei mir alles Hand in Hand. Das ist bei mir auch kein Verkaufsgespräch mehr. Es geht darum, dass sich zwei Menschen begegnen, wir lernen uns kennen und klar, manchmal sitzen auch 8 Leute vor einem und wir sind dann direkt, wenn ich bei der UFA zum Beispiel dann in Berlin, ich habe für die Bertelsmann Stiftung einen Imagefilm gemacht, da sitzen dann mehrere Leute vor dir. Das ist dann natürlich ein etwas anderes Feeling, das läuft dann ein bisschen förmlicher ab. Ja, dann ist es jetzt nicht so ein 2 Dudes, die sich mal kurz ein bisschen unterhalten. Aber das schockt dich dann irgendwann auch nicht mehr. Du bist darauf vorbereitet, du hast deine Konzepte, deinen Fahrplan. Das heißt, dein Konzept, das ist ja das, was mich so interessiert, weil das viele haben das gar nicht. Dieses Konzept, dass sie sich vorher Gedanken machen, was will der Kunde eigentlich? Nicht, was kann ich. Viele machen das am Anfang, was ich so wahrnehme, falsch und sagen dem Kunden, ich habe die Kamera, ich habe das Equipment, ich kann das produzieren, wo ich mir denke, der interessiert den Kunden noch nicht, was du für eine Kamera hast, sondern das interessiert ja den Kunden, was du dem für einen Mehrwert
bieten kannst oder wie du vorhin noch gesagt hast, was du für einen Kontext eigentlich zu diesem Mehrwert hast, sondern das heißt, du analysierst, machst du eine Bedarfsanalyse von dem Kunden und präsentierst ihm dann, ich könnte mir vorstellen, ich habe gesehen auf ihrer Webseite, sie bieten das und das an, dann fragst du im Gespräch nach, wo soll die Reise hingehen, was ist ihr Ziel und dann habe ich mir vorgestellt, so und so könnte das aussehen oder wie bereitest du dich davor? Richtig, genau, so sieht es aus. Man muss natürlich aufpassen, man darf jetzt nicht immer so rein über die Webseite gehen, weil viele Webseiten sind natürlich auch wieder ein Marketing-Tool. Da stehen manchmal ein bisschen andere Sachen drauf, als was eigentlich so die wirkliche Reise ist. Ja? Deswegen ist so ein 1-zu-1-Gespräch, gerade wenn es jetzt um eine neue Kampagne oder wenn es wirklich um einen neuen Imagefilm, Spot und so weiter geht, ist es schon wichtig, dass man da genau hinhört und auch reinfühlt, was eigentlich genau dahinter steckt. Weil manchmal ist zum Beispiel auch ein Gespräch, wenn ich nicht mit der Geschäftsführung direkt spreche, sondern mit dem Marketingbeauftragten und der möchte eigentlich jetzt wieder bei seinem Chef glänzen und dem irgendwie neue Ideen präsentieren. Manchmal steckt was ganz anderes dahinter, als was eigentlich besprochen wird. Und da muss man den Fokus drauf haben. Also, dass quasi der Marketing-Typ seine Interessen vertritt und nicht die Interessen des Chefs, meinst du das? Richtig, Ja, okay. genau. Weil manchmal möchte jemand auch einfach ja, irgendwie modern und fancy vielleicht daherkommen, mit neuen Ideen irgendwie um sich werfen, die aber letzten Endes gar nicht in das Portfolio passen. Ja? Und dann haben wir da 2 Wochen irgendwie uns im Kreis bewegt. Und am Ende muss ja trotzdem der Entscheider, also die Geschäftsführung, das Go geben. Deswegen da auch wirklich immer darauf aufpassen, dass man sich mit den richtigen Leuten unterhält und auch fragt, ob die Person am Ende auch entscheidungsbefugt ist, den Deal mit dir zu machen. Weil manchmal, das können sich vielleicht viele, die sich das jetzt hier angucken, nicht vorstellen. Ich habe auch teilweise schon Projekte, die sind in 5 Minuten beschlossen. Wenn du mit der richtigen Person sprichst, dann wird da gar nicht lange rumlamentiert, weil die Entscheider, die wirklichen Geschäftsführer, die großen Budgets und Etats verwalten, die wissen ja, wofür sie das brauchen und was sie nicht brauchen. Und es gibt halt viele so Zwischenebenen, die wollen vielleicht ihr Ego gestreichelt haben, die wollen, ja, ist so. Aber bist du denn, Entschuldigung, dass ich, bist du denn auch ehrlich und sagst, hören Sie mal zu, es bringt der Firma mehr, wenn sie nicht ihr Ego streicheln, sondern wenn sie ihre Kunden streicheln und die erreichen? Bist du dann so ehrlich im Gespräch und sagst, das war schön und gut, aber das ist eigentlich Quatsch für ihre Kunden? Bist du dann so ehrlich oder sagst du dann, okay, Ja. ich mache das, was sie wollen, alles, ich mache ihnen einen Thron und einen Palast, ein Schloss, wie sie wollen? Du ständig. Das sind so oft Anfragen, da geht es dann darum, können wir da so einen Legetrick machen? Irgendwas mit Animation. Wir hätten da gerne was mit Greenscreen. Da kommt dann wieder einer und sagt, okay, wir wollen da jetzt irgendwas super Kreatives, was eigentlich überhaupt nicht nötig ist für das. Ja? Und dann ist es immer ganz wichtig, rein zu grätschen und zu fragen, warum braucht es das wirklich? Warum soll es aufwendiger aufgeblasen werden, als es überhaupt sein muss? Wofür wird es wirklich verwendet? Wo wird es überall gezeigt? Und so weiter. Und da muss man einfach dann ganz genau hinhören. Sonst dreht man sich nachher nur im Kreis und es wird auch keine Entscheidung dann getroffen, weil manchmal wollen die dann 5 verschiedene Ideen. Wir brauchen nicht 5 verschiedene Ideen. Es reicht uns eine Idee, wenn ich vorher genau weiß, was soll da ungefähr drin sein. Und dann können wir diese Idee in 3 verschiedenen Ausführungen nochmal, großes Paket, mittleres, kleines Paket, so ein bisschen modular gehalten. Das lassen wir drin, das könnten wir als Add-on machen. Das ist die Extended Version. Also bei mir gibt es auch Imagefilme. Da geht die lange Version 5 Minuten für die Messe, die Kurzversion 2,5 Minuten. Das ist aber beides aus demselben Material. Ja? Das macht Und Sinn, ja. genau, und solche Sachen sind halt einfach wichtig vorher zu ermitteln. Und das gibt es ja auch in meinen Coaching-Paketen. Also ich gebe zum Beispiel auch den Leuten, die ganz am Anfang noch stehen, die jetzt noch nicht das Budget haben, sich
einen Imagefilm vielleicht für 15, 20, 25, 30.000 Euro rauszulassen. Die sagen, hey, was könnte ich denn jetzt für 3, 5, 6, 7.000 Euro haben? Dann kriegen die einfach einen Fahrplan, ja? Von A bis Z, wie sie es eben selber machen können. Das ist dann wie so ein IKEA-Bauplan, ja? Wenn man sich da Schritt für Schritt dran hält, kommt man auch ans Ziel. Nur ist es dann nicht mehr meine wertvolle Zeit, ja? Und dann kann man über Upgrades meine Technik mieten, man kann 1:1 Betreuung für die Postproduktion bekommen, dann kriegen wir die Videos zugeschickt, ich gebe Feedback dazu, wie der Schnitt in der nächsten Fassung aussehen sollte, Musikauswahl und, aber ich muss nicht mehr ständig die Komplettbetreuung machen. Und dann gibt es das über Upgrades. Ja, das klingt sehr interessant. Das klingt auch logisch, weil ich glaube, viele große Unternehmen, Konzerne, die schon eine eigene Marketingabteilung haben, die sagen, ja, das bisschen Video oder das bisschen Imagefilm, das kriege ich auch selber hin und haben aber keine Ahnung und haben dann, wie du gerade angeschnitten hast, so Visionen im Kopf von 5 verschiedenen Ideen und da, wo ich mir auch denke, ja, aber du bist ja nicht aus diesem Fachbereich Video. Hast ja keine Ahnung von Schnitt, von wie das funktioniert mit dem Ton und weil das ist ja ein riesengroßes Dingen, was viele Leute ja gar nicht so, was viele Leute unterschätzen, weil die im Endeffekt nur das fertige Produkt sehen und nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Ja. Genau. Und das heißt, du hast vorhin erzählt, das Kundengespräch kann auch schon mal so 2 Wochen, einen Monat dauern und kann auch mal in 5 Minuten abgehakt sein. Das heißt, du kriegst jetzt eine E-Mail und kriegst die Anfrage, wir hätten gerne ein Image-Video. Meistens kommt dir dann gleich schon die Frage mit, wie viel kostet das? Und was antwortest du dann darauf? Wir telefonieren dann erstmal. Mhm. Ich gehe direkt in den 1:1 Kontakt, weil dieses ganze Gemäle, das führt dann auch häufig nur in Randbereiche. Ich will direkt zum Kern und dann besprechen wir uns da und dann weiß ich ja auch schon, ist da jetzt eine Messe, die in 4 Wochen ist. Ja, wenn da natürlich schon ein bisschen Zeitdruck ist, dann weiß ich auch schon, dass ich diverse Nebenarme, die fallen dann sowieso schon raus. Ja. Dann gehe ich sofort straight auf das Ziel zu, weil es macht dann gar keinen Sinn, da noch lange Bedarfsanalysen zu machen. Dann wird das alles nur angerissen. Ja? Mhm. Und was sich natürlich viele auch häufig wahrscheinlich nicht trauen, weil sie noch nicht geübt sind, wirklich auch direkt zu sagen, okay, ich schicke Ihnen den Vertrag dann gleich zu und dann machen wir direkt Nägel mit Köpfen. Und das wirkt natürlich auch für einen Entscheider, dass der natürlich weiß, okay, time is money. Bei dem ist jetzt auch nicht hier irgendwie langes Rumlamentieren angesagt, sondern wir machen es oder wir lassen es so. Weil in der Regel ist die Entscheidung ja eh vorher schon getroffen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ja. Und manchmal sind dann nochmal vielleicht 2, 3 Fragen, um Details zu klären. Aber um da jetzt wochenlang den Kunden zu motivieren und zum Schießen zu tragen, also am Ende muss er ja selber wissen, ob er den Bedarf sieht und wachsen und expandieren will. Und dafür sind einfach Videos und bewegte Bilder das Beste, was du machen kannst, weil du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschst. Du sendest Visionen raus, die Tag und Nacht laufen. Das ist wie Michael Douglas in Wall Street, Geld schläft nicht. Ja? Und so ist es auch im Internet. Internet schläft nicht. Das ist da. Und du kannst es in deine E-Mails packen, als Link rausschicken. Das kannst du inflationär nutzen. Und das erkennen natürlich heute immer mehr. Alle wollen sichtbar werden. Und wer es macht, ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Und die anderen, die da eben ewig warten und nicht aus dem Quark kommen, ja, das wird, glaube ich, dann schwer werden. Das ist so, ja. Das ist so. Hast du denn eigentlich wegen Sichtbarkeit, hast du einen eigenen YouTube-Kanal? Ich habe auch einen YouTube-Kanal, aber der ist nicht so aufgebaut wie mein Vimeo-Kanal. Ja. Weil mein, genau. Aber das kommt jetzt auch 2019 mit auf die Agenda, dass Vimeo alles auch nochmal auf YouTube rübergespiegelt wird. Ja. Ja, weil Vimeo hat einfach die bessere Quali und YouTube ist einfach besser, ist halt die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, von daher, richtig. So sehe ich das auch. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel Videos auf der Website habe, dann nutze ich meistens Vimeo-Videos, weil die Qualität besser ist, so wird es ja bei dir auch sein. Und wenn du die Leute erreichen willst und abfangen willst und Probleme lösen möchtest, machst du wahrscheinlich auch eher YouTube. Das ist wahrscheinlich auch so deine Strategie, könnte ich mir vorstellen, ja.
gibt es ja auch dann diese geheimen Links, die dann rausgeschickt Ja, werden, was genau. dann nicht für jeden offiziell ist. Richtig, Genau. genau. Ja, cool. Dann sind wir eigentlich, hast du noch irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Sonst würden wir direkt mit der Schnellfragerunde abschließen. Schieß los, da wird es aber auch noch das ein oder andere wahrscheinlich aufgelöst werden, weil ich muss jetzt auch gucken, dass ich zum nächsten Termin komme. Genau. Deswegen mache ich so langsam mal zum Potte kommen. Deine drei besten Tipps für erfolgreiche Videoproduktion sind? Seh zu, dass du wirklich an deinem Mindset arbeitest. Das hat nichts mit der Technik zu tun, meine Leute, sondern dass du gerne vor die Kamera gehst. Also wenn es um dich selber geht, dann auf jeden Fall an dir selber arbeiten, dass du weißt, wovon du sprichst und dass du das auch gut kommunizieren kannst. Wenn es nicht darum gehen soll, sondern um das reine Erstellen eines hochwertigen Imagefilmes, ja, oder eines Werbespots, dann schau wirklich, dass du gute Darsteller hast. Ja, da würde ich auf jeden Fall meine Zeit drauf investieren. Auch wenn du mit Laien arbeitest aus Unternehmen, die müssen eine Strahlkraft haben. Ja, da muss einfach Lebensenergie drin sein. Da muss Freude am Tun. Ja, also ich bin halt einfach so ein Machertyp. Ich brauche immer Tatkraft. Und das möchte ich auch in den Leuten sehen, die ich vor die Kamera hole, weil dann hat es natürlich einen ganz anderen Impact, wenn da diese Energie auch fließt. Und Punkt 3, komm in meine Facebook-Gruppe und ich erkläre dir den Rest dazu, wie du noch schneller sichtbar wirst und dann mit Video-Ads schalten, ganz andere Kundenkreise nochmal erreichen wirst. Sehr cool, ja. Den Link kommt auf jeden Fall unten mit in die Beschreibung. Machen wir weiter. Nächste Frage. Wenn du deine Wunschkamera selber zusammenbauen könntest, welche Fähigkeit da hätten die? Sie muss einfach klein, fein, mobil sein, dass ich damit in vielerlei Hinsicht, also ich feiere mein iPhone total, auch wenn ich viele andere große Kameras habe, das ist immer dabei und so macht mir das am meisten Spaß, dass es auch spielerisch bleibt. Dein Lieblingsbuch ist? Mein Lieblingsbuch ist aktuell Wie Millionäre denken. Das ist von wem? Das ist von Harv T. Ecker. Der hat da die ganzen Strategien von Millionären zusammengefasst. Das habe ich mir früher mühselig aus Biografien auseinandergesucht. Wie hat es Arnold Schwarzenegger geschafft? Bully und so weiter. Also ich habe immer geguckt, wo kriege ich all diese interessanten Fähigkeiten? Woher haben die die? Wie haben die sich die aufgebaut? Und ich merke halt viele erfolgreiche Menschen, die natürlich irgendwann damit auch sehr viel Geld verdient haben, haben halt ein ähnliches Mindset. Und deswegen finde ich dieses Buch spannend. Und als anderes von Vern Harnish Scaling Up, also skaliere hoch. Ja. Das hat sie geteilt auch in der Gruppe, das habe ich gesehen. Es steht schon auf meiner Wunschliste. Das Problem ist, ich habe hier noch, glaube ich, fünf verschweißte Bücher, die ich immer noch nicht gelesen habe, weil ich noch so viel so anders zu lesen habe. Dein Lieblingszitat ist? Carpe diem, also nutze den Tag. Da Sehr bin gut. ich sehr solide aufgestellt. Sehr cool, ja. In 5 Jahren werden Videos. Werden Videos international von mir zu sehen sein. Also Spielfilme, große Spielfilme. Dein Vorbild ist? Mein Vorbild ist Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs und Steven Spielberg. Okay, deine Webseite, wie kann man dich erreichen? Heißt? www.felixmeinhardt.com. Super. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Felix. Ich verlinke das alles nochmal. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, vom Podcast, vom Zuhören. Und ihr werdet auf jeden Fall sicherlich nochmal was hören von Felix. Und ich freue mich riesig. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben richtig viel gelernt. Ebenfalls. Hat wirklich, also ich fand es mega cool. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir. Danke ebenfalls. Ciao.